Hallo, heute geht es um das Prewa Waschbeckenventiler und zwar um die Einzelteile, die ihr auf unserer Homepage natürlich alle einzeln nachbestellen könnt. Das ist kein Problem. Einmal haben wir unseren Chromring M24. Dann haben wir unseren Topf, der ist versilbert, und die Feder. Die Feder wird so geliefert und wird dann zusammengefügt, und zwar die beiden Enden, so mit dass zwei Spiralen übereinander sind, zusammengesteckt und dann halt in den Topf eingelegt. Danach kommt die Lochplatte. Die Lochplatte hat hier die Mahnschraube schon drin, die könnt ihr aber auch einzeln bestellen, das ist nicht das Problem. Dann kommt der Topf dort rein. Jetzt haben wir den Deckel. Dieser Deckel ist auch wieder versilbert. Der kommt oben drauf. Dann kommt das Hütchensieb. Das wird dann reingestellt in den Chromring und schon ist es fertig. Voilà!